war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das jedermann lieb hatte. Großmutter, die es am allerliebsten hatte, schenkte ihm einmal ein Käppchen aus rotem Samt. Und weil ihm das so gut stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas. Ja, Mutter, ich will schon alles gut machen. Ich gebe dir die Hand darauf. Die Großmutter wohnte draußen im Wald und Rotkäppchen hatte eine gute halbe Stunde zu gehen. Unterwegs begegnete ihm der Wolf. Das kleine Mädchen wusste nicht, was für ein böses Tier das war und fürchtete sich nicht vor ihm. Guten Tag, Rotkäppchen. Guten Tag, lieber Wolf. Wo hinaus so früh, Rotkäppchen? Zur Großmutter. Ah, was trägst du in dem Korb? Kuchen und Wein. Gestern haben sie gebacken und Großmutter soll auch davon haben. Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter? Noch eine gute Viertelstunde weit im Walde, unter den drei großen Eichbäumen. Die wirst du ja kennen. Da steht ihr Haus, umgeben von Nusshecken. Der Wolf ging ein Weilchen neben Rotkäppchen her und überlegte sich, wie er es wohl zu Wege bringen könnte, noch vor Rotkäppchen das Haus der Großmutter zu erreichen. Ich muss es schlau anfangen und das dumme Ding irgendwie aufhalten. Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Willst du nicht für deine Großmutter welche pflücken? Rotkäppchen schlug die Augen auf und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand, sagte es sich: Der Wolf hat recht. Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, wird sie sich freuen. Rotkäppchen ging vom Wege ab den Blumen nach. Und wenn es eine fand, dachte es, weiterhin stände eine schönere. Und so kam es immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber lief derweil geradeaus zu dem Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Wer ist draußen? Rotkäppchen! Ich bringe dir Kuchen und Wein. Mach auf! Ach, drück nur auf die Klinke. Ach, dann geht die Türe auf. Ahntest, was da mit deiner lieben Großmutter geschehen ist. Rotkäppchen aber pflückte eine Blume nach der anderen. Und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein. Und es machte sich auf den Weg zu ihr.